Ni Hao vom Bahnhof in Tainan, wo sich heute endlich mein Traum erfüllt, wo ich jetzt hier den Schnellzug in Taiwan nehmen kann und ich werde von Tainan nach Kaohsiung fahren und das dauert nur 10 Minuten, ja. 10 Minuten mit dem Schnellzug, aber besser als gar nichts. Wow, 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 wow. Boah, fährt der schnell vorbei, scheiße, ich hatte gerade echt Angst. Auf jeden Fall erfüllt sich jetzt hier endlich mein Traum, auch wenn nur für 10 Minuten, denn wir fahren heute nach Kenting, ja. Kenting wird als Bali von Taiwan gepriesen. Es ist jetzt zwar Winter in Taiwan, aber ich will es mir trotzdem anschauen, weil es wirklich schöne Strände dort geben soll. Wenn ich schon in Taiwan bin, dann will ich mir so viel wie möglich hier von dem Land anschauen. Wir müssen, um nach Kenting zu kommen, erst hier den Schnellzug nehmen, von Tainan nach Kaohsiung und von dort aus gibt es einen Bus, der nach Kenting fährt. Wir sind vor einer Minute ausgestiegen und der Zug wird jetzt schon sauber gemacht. Krass, die gehen jetzt schon durch und machen den Zug komplett sauber, weil der wird danach wieder benutzt. Wir sind jetzt beim Bahnhof angekommen und ich habe Glück, der Bus fährt gleich weiter nach Kenting. Ich habe mir jetzt eine Fahrkarte gekauft, eigentlich recht günstig, mit hin und zurück habe ich 600 gezahlt, genau. Und so schaut der Bus aus, eigentlich ziemlich geräumig. Wir sind jetzt in Kenting angekommen. Hier ist übrigens das Hotel. Ich weiß nicht wirklich, ob es ein Hotel ist, wo ich übernachte. Roomtour gibt es später, weil jetzt gehe ich erstmal raus, was zu essen. Bisher ist hier überhaupt nichts los. Aber das ist nicht so ein großes Problem für mich, weil ich wollte mir was außerhalb von dem Großstadtdschungel anschauen. Deswegen bin ich auch in Kenting. Und warum ist Kenting so berühmt? Es wird das Bali von Taiwan genannt. Wir sind aber außerhalb der Saison hier. Es ist nur 2 Stunden von Kaohsiung entfernt. Man könnte also eigentlich auch einen Tagestrip hierher machen, aber ich werde jetzt hier 2 volle Tage da sein. Dafür liebe ich echt Taiwan. Ich habe es mehrmals gesagt in den Videos, man geht raus, es ist tagsüber nichts los und dann geht man raus und auf einmal ist es voll. Wir sind hier Mittag ausgestiegen, in der Straße war gar nichts los, ja, keine Menschen, keine Lichter, gar nichts. Jetzt ist einfach mal hier so ein Nachtmarkt, es ist nicht so viel los, ja, aber es ist halt dann doch schon verwunderlich, weil am Mittag wirklich gar keine Menschenseele draußen war. Und was ich auch zum ersten Mal gesehen habe, Alkoholstände, ja. Wo Touristen sind, da gibt es auch Alkohol. Und ja, vielleicht hole ich mir dann doch mal einen Cocktail, weil ich habe bisher hier in, ich glaube, 1,5 Wochen bin ich jetzt da, habe ich ein Bier getrunken in Jufen, genau. Weil komischerweise trinken die hier nichts, ich weiß nicht wieso. Also Alkohol ist nicht so beliebt in Taiwan. Ich habe mir jetzt so einen Hotdog geholt und ich bin echt froh, dass ein bisschen was los ist. Aber ich glaube, im Sommer ist es für Familien eher interessant und für Paare, also für so Party, Bar und Clubs und so, glaube ich, dass es hier gar nicht so viel gibt. Also ich habe nichts gesehen, wenn was da wäre, dann wäre es ja an der Hauptstraße oder mehr. Also eigentlich so ein kleiner idyllischer Ort, eher zum Entspannen und glaube ich nicht, um hier Party zu machen. Also was mich sehr überrascht hat, ist, dass doch hier ein paar westliche Touristen sind. Mehr als in den anderen Städten tatsächlich, die ich gesehen habe. Mein erster Cocktail hier in Taiwan, auch wenn nicht so ganz günstig, aber wenn es solche Läden gibt, die Alkohol verkaufen, dann muss ich natürlich ausnutzen. Bisschen Nightlife, Nightlife Light. Entweder der ist stark oder ich vertrage nichts mehr. Vielleicht auch beides. Aber der hat es wirklich in sich, der ist stark. Wow. Ni Hao, zurück aus Kenting. Da ist unser Hotelzimmer mit der coolen Fassade. Das Zimmer ist, naja, das werde ich euch aber noch mal zeigen. Jedenfalls Ausblick geschützt. Schaut mal her, da hinten ist das Meer. Es hat eine sehr schöne Farbe. Und ich will jetzt näher zum Strand hin, weil ich will mal sehen, ob auch der Strand was taugt. Das Meer schaut auf jeden Fall schon mal super aus. Etwas wellig, ja, also die Wellen sind sehr, sehr stark. Ich bin echt gespannt, ob im Winter jemand hier badet. Aber so einen Winter hätte ich auch gerne in Deutschland. Schaut mal, kurze Sachen, Sonne. Also das ist ein toller Winter, ja. Wenn ich höre, dass die Taiwanesen oder Taiwaner, ich weiß immer noch nicht, was man da sagt, dass die sagen, dass der Winter bei denen kalt ist. Also ich würde sofort mit denen tauschen. So einen kalten Winter hätte ich gerne. Wir gehen jetzt zum Strand. Also der Strand ist wirklich 2 Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt. Das ist schon mal gut. Also die Lage von dem Hotel ist echt prima. Das sollte man hier in Kenting auch unbedingt machen, weil die Verbindungen sind nicht so gut. Also nicht so wie in den Städten. Ihr solltet euch auf jeden Fall was in der Nähe vom Strand aussuchen. Und ich bin auch gespannt, wie warm das Wasser ist, ja. Ob man im Winter wirklich nicht schwimmen kann. Was ist für die Bevölkerung hier warm, was ist kalt, ja. Das ist ja für jeden anders. Also die erste Enttäuschung.
Schwimmen ist hier verboten. Die Frage ist natürlich, ist es jetzt nur im Winter oder ist es auch im Sommer? Wenn es aber ein Schild ist, dann kann es sein, dass es wirklich zu jeder Zeit ist. Ja? Also no swimming. Wir waren ja schon beim Sun Moon Lake, wo Schwimmen auch verboten war. Aber dass man jetzt hier auch nicht schwimmen darf, ist schon ein bisschen eigenartig. Vielleicht liegt es echt an den Wellen. Und das ist der Strand von Kenting. Ja? Fast für mich alleine. Da hinten, da seht ihr ein paar Einzelne, die noch am Strand sind, die sich die Wellen anschauen. Aber sonst ist kein Mensch hier. Er schaut schon schön aus, also man kann echt nicht sagen. Da kann man hier auf jeden Fall. Oh, 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 es ist aber wahnsinnig windig. Ich wollte gerade sagen, im Winter kann man echt einen Ausflug hierher machen. Das ist echt nicht weit ist vom Kaohsiung. Schau dir mal an, wie fein der Sand ist. Wow. Also der Sand ist wirklich richtig fein. Boah, jetzt ist gerade so ein kleiner Sandsturm. Ich will mal fühlen, wie die Wassertemperatur ist. Das Wasser hat noch so eine schöne Farbe. Hinten türkis. Kann man echt nicht sagen. Jetzt fühlen wir mal, wie kalt es ist oder wie warm es ist. Es geht! Es geht! Es ist okay, man könnte tatsächlich baden. Wow, 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 wow. Es ist von der Temperatur her absolut in Ordnung. Dafür, dass sie hier sagen, im Winter kann man nicht baden. Also, ich glaube, so warm wäre bei uns ein See im Sommer oder so, ja? Ich denke, es ist schon in Ordnung. Der Strand hier ist echt nice. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier das Baden verboten ist, weil die Wellen so stark sind und weil vielleicht noch so kleine Felsstücke im Wasser sind, dass man sich da nicht verletzt. Und Taiwan ist ja ein sehr sicheres Land und die achten wirklich auf alles. Ich meine, was will man mehr? Wenn man jetzt in Taipei ist, nimmt man den Schnellzug nach Kaohsiung. Von Kaohsiung nimmt man den Bus und ist eigentlich relativ schnell hier in Kenting. Und kann dann Wochenende, verlängertes Wochenende oder eine Woche verbringen. Und das ist wieder typisch Taiwan. Gestern waren wir hier zum Nachtmarkt und es war schon einigermaßen voll. Also es war nicht richtig voll, aber es war schon was los. Und schaut mal her, jetzt heute ist gar nichts mehr, wie eine Geisterstadt. Und es ist, glaube ich, 13 Uhr oder so. Und die Leute waren ja auch nicht am Strand, ihr habt es gesehen, der war ja auch leer. Es ist echt krass, die kommen alle immer am Abend raus. Und heute muss ich mir mal eins dieser Restaurants aussuchen und nicht immer am Nachtmarkt essen. Vielleicht finde ich da auch mal was Interessantes. Und übrigens, die Suppen bei 7-Eleven schmecken super. Also ich habe jetzt eine zum Mittag gegessen, weil ich dann am Abendessen Geld ausgeben will. Aber die Suppe, wow. Also so eine Rindfleischsuppe, mega bei 7-Eleven. Transport hier in Kenting ist nicht so einfach. Wenn ihr mit dem Bus fahren wollt, dann müsst ihr auf diesen Bus warten, mit dem wir nach Kenting gekommen sind. Und der fährt, glaube ich, jede halbe Stunde. Also habe ich noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kommt oder ihr mietet euch einen Scooter. Wir sind jetzt beim Leuchtturm, aber so ein riesiger Leuchtturm, wie wir uns den vorstellen, ist es tatsächlich nicht. Schaut jetzt ganz cool aus, ja, mit dem Weiß, aber ein Stück größer wäre nicht schlecht gewesen. Also ich habe da schon gedacht, dass der etwas größer ist. Aber was das Schöne hier ist, es ist so ein schöner Park, also ihr könnt hier schön spazieren gehen. Und danach, wenn wir hier fertig sind, gehen wir zum südlichsten Punkt von Taiwan. Den kann man von hier aus, glaube ich, nicht erwischen. Da muss man 20 Minuten zu Fuß gehen. Aber da muss man wieder runter auf die Straße zum Eingang. Und übrigens, der Park hier kostet Eintritt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber mein Gott, wenn wir schon da sind. Da habe ich schon erwähnt, dass Kenting mega windig ist. Das ist echt krass. Interessant, ob das im Sommer auch so windig ist. Oder ob das nur im Winter ist. Wobei, ich weiß auch nicht, ob das im Sommer hier so gut ist. Weil die haben ja auch Monsunzeit oder Regenzeit. Die Frage ist, wann ist diese Regenzeit? Da müsst ihr euch auch informieren. Sommer muss ja nicht unbedingt heißen, dass es hier schönes Wetter ist.
sondern könnte vielleicht auch eine Regenzeit sein. Und da ist der Leuchtturm. Der Weg hier runter schaut eigentlich ganz cool aus. Mal sehen, ob es auch unten was Interessantes gibt. Und hier soll es Schlangen geben. Es gab so ein Schild, wo gewarnt wurde vor Schlangen. Oh, 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 schon bin ich fast hingefallen, indem ich meinen Fuß eingequetscht habe. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich beißt uns nicht eine Schlange in den Popo. Wir haben den Aussichtspunkt gefunden. Man hat hier schon eine schöne Aussicht, schaut mal her. Da ist das Meer. Kein Strand. Aber bei so einem Sonnenuntergang schaut es schon schön aus. Da hinten so ein einsamer Fischer. Mal ein kleiner Vergleich zum Sun Moon Lake und Kenting. Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich immer Kenting auswählen. Warum? Selbst im Winter, wo man nicht schwimmen kann, wo nicht so viel los ist, macht das Meer einfach so eine schöne Stimmung. Und das Wetter ist hier super. Also das ist definitiv der wärmste Ort hier, wo wir waren. Einfach draußen am Balkon sitzen, entlang der Straße gehen, beim Nachtmarkt was Kleines essen, kleinen Cocktail kaufen. Wie lange sollte man in Kenting bleiben? Ich denke, im Winter ist ein Wochenende oder ein etwas verlängertes Wochenende völlig in Ordnung. Aber mehr nicht. Ich denke, eine Woche oder gar zwei Wochen sind zu viel. Im Sommer kann ich nicht beurteilen, wie viel los ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man im Sommer schon hier länger bleiben kann. Dass der Nachtmarkt dann größer ist, dass da mehr Leute da sind. Dass es dann vielleicht so kleine Bars gibt oder so. Ich würde aber jedem empfehlen, der nach Kenting kommt, mit dem Auto herzukommen. Weil dann könnt ihr deutlich mehr anschauen. Wenn ihr euch einen Scooter ausleiht, dann müsst ihr schon ein paar Tage hier sein. Ich weiß nicht, ob ihr dann alles an einem Tag sehen könnt. Wir gehen jetzt zum südlichsten Punkt von Taiwan. Das ist schon ein bisschen zu Fuß von dem Leuchtturm, wo wir waren. Was ist das hier? So ein riesen Fußball. Da steht, glaube ich, was es ist. Schauen wir mal. Wetterstation. Das ist eine Wetterstation hier. Besser weg von hier, wenn es wieder so ein öffentliches Gebäude ist, wo man nicht filmen darf, weil es so umzäunt ist. Wenn man nach Kenting kommt, sollte man auf jeden Fall am Ende seiner Reise hierher kommen, damit man sich ein bisschen ausruhen kann. Am Anfang könnte es ein bisschen langweilig werden und man könnte einen schlechten Eindruck über Taiwan bekommen, wenn nicht so viel los ist im Winter. Deshalb lieber bis halt die großen Städte zuerst anschauen, dann ganz am Ende nach Kenting, um sich auszuruhen. Wir sind hier beim südlichsten Punkt von Taiwan und hier gibt es nochmal so ein Denkmal. Und jetzt schauen wir uns kurz noch die Aussicht an. Schön zum Sonnenuntergang. Die Sonne geht fast unter. Hier so ähnlich wie bei dem Aussichtspunkt davor. Schaut mal, wie grün, ja. Also tatsächlich nicht überall Strände, sondern sehr viel Grün. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal auf der Karte. Genau, da sind wir. Da ist der Leuchtturm, wo wir vorher waren. Und da irgendwo ist unser Hotel. Und so schaut das Ganze von hier vorne noch aus. Ich musste jetzt eine Stunde auf den Bus warten und dann ist endlich der Bus gekommen. Transport ist hier in Kenting auch nicht einfach. Ihr seht es wieder, Night Market ist gut besucht, ist einiges los. Ist auch ein bisschen mehr los als gestern, weil ich gestern ein bisschen früher da war. Jetzt ist circa 8 Uhr, halb 9 und es ist schon ein bisschen mehr los. Und welches Restaurant hier eigentlich ins Auge springt, ist das da vorne. Ja? Das ist eigentlich ziemlich groß. Da habe ich gesehen, da waren einige junge Leute, gab es auch so Beer Tower. Vielleicht auch da mal abchecken, wie es da so ausschaut. Wir haben jetzt gegessen und zwar, wir waren tatsächlich hier in diesem Restaurant. Ob ich es empfehlen kann, ich weiß es tatsächlich nicht. Preislich war schon sehr teuer. Also was mich vor allem überrascht hat, das Bier. Eine halbe, also 0,5 Liter, war wahnsinnig teuer. Zwei Biere waren 40% vom Preis.
Das war schon krass. Danach waren wir noch in so einer Reggae-Bar, die war echt geil. Cocktails viel günstiger als bei den anderen Ständen hier beim Nachtmarkt. Und daneben gab es noch so einen Stand, der hat so kleine Snacks verkauft, dann kann man das kombinieren. Es ist Outdoor und es ist klein, aber es ist wirklich eine super Option hier in Genting. Jeder, der hier in Genting ist, sollte mal bei der Reggae-Bar vorbeischauen. Ist ziemlich cool, läuft natürlich, wie der Name schon sagt, draußen Reggae-Musik. Und das war jetzt hier der Abend von Genting. Morgen geht's weiter. Wirklich krönender Abschluss. Restaurant war okay, aber die Reggae-Bar war echt cool. Ein neuer Tag hier in Genting und auch leider unser letzter Tag. Wir fahren jetzt zum White Beach. Der White Beach soll auf jeden Fall der schönste Strand hier in Genting sein. Ich bin gespannt, ob das jetzt ein Strand ist, wo man schwimmen kann, weil bei meinem Strand kann ich ja nicht schwimmen. Und ob es vielleicht ein paar Sachen gibt am Strand, so eine Beachbar oder sowas, wäre auch ganz cool. Hier führt so ein kleiner Weg von der Busstation zum Strand. Ja, Baustelle, die Straße wird asphaltiert. Hier der kleine Weg wird irgendwie auch aufgegraben. Und sonst kein Mensch, ich bin hier der Einzige. Schaut mal, wir haben den ganzen White Beach für uns. Eine einzige Frau, sonst kein Mensch. Nur die Wellen und wir. Und da hinten sind zwei, die trauen sich ins Wasser. Sonst ist hier keiner. Der White Beach schaut schon cool aus. Man könnte, glaube ich, sogar im Winter hier schwimmen. Aber das Wasser ist vielleicht zu wellig, ja. Kalt ist es? Eigentlich nicht. Es ist kalt wie so ein See bei uns. Es ist okay von den Temperaturen, ja. Aber es ist halt sehr bewölkt. Wow, 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 wow. Der Strand ist schon schön, aber ich denke, er ist nicht viel anders als die anderen Strände. Ja? Ob der Strand hier was Besonderes hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die Farbe tatsächlich vom Meer ist überall schön, dieses schöne Türkise. Und tatsächlich weiß ich jetzt auch, warum die Leute hier surfen, weil auf dem Weg hierher habe ich ein paar Surfer gesehen. Die Wellen sind, glaube ich, für Surfen echt super. Also Taiwan ist, glaube ich, für Surfer echt so ein Geheimtipp. Hier oben gibt es noch so eine Beachbar, aber auch kein Mensch hier. Schaut mal, im Sommer ist es wahrscheinlich überall voll, überall Touristen, aber Winter kein Mensch. Und das finde ich echt krass, dass für jeden Winter anders ist. Für uns ist Winter Schnee, Minusgrade, Regen, fette Jacke. Hier ist Winter wie bei uns, ja, ich würde nicht mal sagen Frühling, Frühsommer, ja. Ich bin mir sicher, dass das Meer hier wärmer ist als unsere Seen im August. Also man kann eigentlich hier schon baden. Für Europäer wäre das überhaupt kein Problem. Wenn man nicht wüsste, dass hier Winter ist, würde jeder sich fragen, wieso da keiner badet. Und man schätzt ja immer nicht das, was man selber hat. Ja? Das ist ja auch sowas. Das, was wir selber haben, schätzen wir am wenigsten. Das ist tatsächlich so, ja. Das war es jetzt hier vom White Sand Beach. Echt cooler Strand. Schade, dass im Winter nichts geht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es da ein bisschen idyllisch ist. Und an sich hier beim White Beach, es ist eigentlich kein Touristenort. Also nicht unbedingt hier bleiben, wenn ihr nach Genting kommt, kommt lieber zu dem Ort, wo ich war. Ich glaube, der heißt sogar Genting, ich bin mir nicht sicher. Aber schaut mal her, nichts los hier, ein bisschen Bauarbeiten. Das einzige Hotel hier, was an der Straße ist, das hier. Und das schaut jetzt auch nicht so einladend aus. Sonst hier überhaupt nichts los, auch wenn man da reingeht, denke ich, dass es da gar nichts gibt. Also ich habe auf jeden Fall die beste Entscheidung gemacht, dass ich in dem Ort bin, wo der Genting Night Market ist. Wir waren gerade im Worst Restaurant Ever. Boah, es hat so schlecht geschmeckt. Wenn ich heute die Nacht auf der Toilette verbringe, dann ist das Restaurant schuld. Und es war verhältnismäßig teuer. Wir sind da nur reingegangen, weil es aktuell stark geregnet hat. Aber das Essen, oh, ich kann nicht mehr. Also ich spüre schon, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Und das ist das, wenn du nicht am Nachtmarkt bist, sondern hier in die Restaurants gehst. Und ich hatte schon so ein schlechtes Gefühl. Die Restaurants sind meistens hier leer. Jetzt weiß ich auch wieso.
Was für uns halt ein bisschen schwierig ist, es gibt kein lokales Essen oder keine lokalen Restaurants. Das meiste sind ausländische Restaurants. Also wir waren jetzt zum Beispiel Thai-Food essen. Dann gibt es ein Restaurant mit Spezialitäten aus Myanmar, ein Restaurant mit Spezialitäten aus Italien und so weiter. Wobei man sagen muss, das Bier hat halt wieder ein bisschen was gekostet. Bier ist halt in den Restaurants schon echt teuer. In den Supermärkten geht es eigentlich. In den Supermärkten ist Alkohol nicht so teuer. Aber komischerweise ist in den Restaurants das Bier so teuer. Jetzt schauen wir mal, was noch geht. Es regnet halt stark, ob man noch was machen kann. Der Regen hat jetzt ein bisschen aufgehört, es hat vorher stärker geregnet. Aber die Nachtmärkte machen schon langsam zu, weil sie sagen, es lohnt sich nicht. Die Kunden kommen nicht bei dem Regen. Aber allgemein muss man sagen, wir hatten hier in Taiwan schon Glück mit dem Wetter. Das ist der erste Tag, wo es wirklich regnet. Davor hat es wirklich überhaupt nicht geregnet. Tagsüber in Kitting hier super Wetter, ihr habt es ja gesehen. Mit T-Shirt war ich draußen und jetzt halt mal einen Abend, wo es regnet. Mein Gott, das muss halt auch mal sein. Ich habe mir jetzt bei 7-Eleven so eine Ganzkörperverhütung gekauft. Schau mal her, wie geil. Wow, 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 wow. Jetzt kann mir nichts passieren. Hey, ich bin jetzt doch wieder im Hotel. Es hat sich nicht gelohnt. Der Regen war leider zu stark. Ich gebe euch morgen noch eine kleine Rundtour und das Fazit zu Kitting. Aber jetzt wird erstmal gechillt und ausgeruht. Und hoffentlich muss ich die Nacht nicht auf dem Klo verbringen, wegen dem Thai-Restaurant. Oh. Wie immer gibt es noch eine Roomtour und das ist unser Zimmer hier in Kitting. Eigentlich sollte ich es nicht erwähnen, weil es war wirklich nichts Besonderes. Es war leider eher schlecht. Ich sollte es eigentlich gar nicht zeigen und deswegen werde ich euch doch auch das Bad nicht zeigen. Weil das Bad wurde eiskalt und einfach nicht sauber gemacht, ja. Die Putzfrau ist gekommen und hat nur hier das Zimmer sauber gemacht und das Bad wurde gar nicht sauber gemacht. Deswegen schaut es auch ziemlich wild aus. Das Waschbecken ist verstopft, es fließt nichts rein, wieso auch immer, ja. Der Müll hat sich halt da jetzt aufgequillt, weil sie nichts ausgeräumt hat. Und auch so lässt die Sauberkeit echt zu wünschen übrig. Also, ja, der Boden ist halt nicht so und auch das Bett war nicht so. Ameisen waren hier im Zimmer und das einzige Positive, also das ist wirklich das einzige Positive, ist der Ausblick mit der Terrasse. Das ist die Terrasse hier mit dem schönen Meerausblick. Und die Terrasse musste ich extra dazu buchen quasi. Ich habe dann ein bisschen mehr gezahlt fürs Zimmer hier. Das kostet etwas mehr als das Zimmer auf der anderen Seite. Teuer war das Hotel jetzt nicht, ja, im Vergleich zu den anderen. Aber ich hätte schon echt mehr erwartet im Winter in Kitting, dass das ein bisschen besser ist. Ich meine, dass es so ein Urlaubsort ist. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die anderen Hotels auf dem Weg auch gesehen und die sahen von außen auch nicht so krass aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem hier in Kitting, dass diese Hotels nicht den Standard haben, dass die Hotels in den Städten viel besser waren. Ich sehe in Kitting schon Potenzial, vor allem weil halt die Infrastruktur echt gut ist, weil man echt einfach hierher kommt. Die Strände sind auch schön, man kann surfen, man kann baden bestimmt im Sommer. Also Potenzial hat Kitting schon, ja. Also wenn ihr in Taiwan seid, könnt ihr auf jeden Fall nach Kitting kommen, ist echt ein schöner Fleck. Aber ob es jemals mit Bali, Koh Phangan, mit Phuket und was weiß ich was alles mithalten kann, also ich glaube, das wird es nicht. Eher wird es vielleicht so ein Geheimtipp sein oder sowas. Oder halt nur, wenn man in Taiwan ist, dass man dann nach Kitting fährt. Aber extra nach Kitting zu kommen aus dem Westen oder aus Europa, ich glaube, das lohnt sich nicht. Also nur in Kombination mit Taiwan. Um ehrlich zu sein, war Kitting der Ort, wo ich am wenigsten Erwartungen hatte, weil man im Internet ziemlich viel Negatives gelesen hat. Nicht wegen Kitting, sondern wegen dem Winter, weil es ziemlich kalt ist, weil das Wasser kalt ist und so weiter. Für mich war es richtig warm. Es war ein bisschen was los. Nachtmarkt hatte jeden Abend offen. Die einzigen zwei negativen Punkte neben der Unterkunft waren vielleicht, dass es sehr windig war. Das könnte vielleicht ein bisschen stören und die Restaurants waren echt nicht gut. Da war nichts Interessantes irgendwie mit dabei. Ich wäre echt gerne in ein Restaurant gegangen und ich bin ja in dieses Thailändische und boah, das war echt schlecht. Also Restaurants war nicht so und insgesamt bin ich echt froh, dass ich hergekommen bin und es hat mir echt gut gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut, bis dann, ciao.